Tja, liebe Fernsehzuschauer, Islam, Scharia, Kulturkreise, Fachkräfte, Islamstudien, das reinste Begriffschaos. Aber zum Glück hat die Union ja eine echte Integrationsexpertin, eine, die sich mit Begrifflichkeiten auskennt. Ich sage, dass der Begriff Deutschenfeindlichkeit genau das Phänomen beschreibt, um das es geht. Ja, schrecklich. Die Deutschen werden deswegen beschimpft, weil sie eben deutsche Wurzeln haben. Ach so, deutsche Wurzeln. Deutschenfeindlichkeit betrifft also nur, ja, Leute wie die Queen. Also Fremde, deren Familienstammbaum eigentlich deutsche Wurzeln hat. Diese Deutschenfeindlichkeit ist eine Form von Fremdenfeindlichkeit. Also Deutsche sind jetzt auch Fremde. Und die Wurzel der Feindlichkeit ist dann eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit, die sehr oft mit Mann, so meinst du hier die. Ja, apropos ja. Männlichkeit. Ja. Der Mann von Frau Schröder, der steht hier links, ein bisschen außerhalb des Bildes. Und der sagt ihr jetzt gerade, sie soll mal lieber Rassismus sagen. Ich kann auch noch mal Rassismus, aber ich meinte eigentlich auch Fremdenfeindlichkeit. Ja. Also, Frau Ministerin, wenn Sie meinen, aber ich meine, Sie könnten uns schon auch Rassismus erklären, oder? Also in der Tat ist es ja bei jeder Form von Rassismus so, dass sich dort in der Regel eine Mehrheit gegen eine Minderheit richtet. Ja, genau. Also wenn beispielsweise eine Mehrheit der Schwaben sich gegen eine Minderheit von Politikern richtet. Auch das ist eine Form von Rassismus. Ja, geht ja nichts über exakte Definitionen. So, nur aber. So, jetzt wo waren wir jetzt? Ja, wo waren wir denn? Die Ursachen. Ja, genau. Frau Ministerin Schröder, die Ursachen. Ich meine, ja, vielleicht wird es dann, naja, ein bisschen übersichtlicher. Also so das große Ganze. Das Ganze wird dann auch kulturell, religiös unterfüttert. Also, dass von bestimmten Strömungen innerhalb des Islams gesagt wird, dass diese, dass quasi... Tja, schade. Ja. Nochmal von vorne. Ja, unsere Sendezeit, also...